Dies sind die Geschichten von Johanna, die ein Bein verlor auf dem Hof ihres Vaters, und von ihrer großen Freundin Grit, die als Kind ein ähnliches Schicksal hatte. Vor 7 Jahren erzählt in der Serie Die Knochendogs. Wie ging alles weiter? Und was wurde aus Felix, für den nach einem Sturz vom Mountainbike plötzlich alles anders war? Was hat ihn zurück ins Leben gebracht? Ein Pferdehof in Herzogenrath, ganz nah bei Aachen. Aus der kleinen Johanna ist eine 15-jährige junge Dame geworden, die aber gerade hinkt wie Quasimodo, weil sie mal wieder rausgewachsen ist aus ihrer Prothese. Unverändert aber Mama? Ihre Liebe zu ihren Pferden und zum Reiten. Ich brauche eine Mähnenbürste. Johanna war 5, als ihr Vater einmal eine Ballenpresse in Gang setzte, gerade als sie unter die Maschine gekrochen war. Seither reitet sie mit einem Bein. Also das ist Sandra. Sie ist eine Haflingerstute und ich reite sie jetzt 1 Jahr ungefähr. Und ich reite sie so gerne, weil sie einfach was Besonderes ist. Und wie man hört. Ja, sie ist einfach toll. Ja, die ist so. Zwar sensibel, aber ich habe halt so eine Bindung zu der. Das kann man so eigentlich gar nicht beschreiben. Heute ist Sandra ganz besonders sensibel. Unser Besuch nervt. Sie mag einfach keine Kameras. Mit Abstand geht das schon besser. Ist gut. Die hat so Angst, Mama. Ja, du musst es ja unbedingt anhalten. Warte. Jetzt ist gut. Guck, ja, jetzt ist sie lieb. Nicht mehr reiten, nur weil ein Bein fehlt? Für Johanna keine Frage. Überhaupt, ein braves Pferd kann jeder reiten. Ja, ist eher der Kämpfer so. Weil Sandra ist halt auch kein einfaches Pferd. Und dann hat sie dann immer die Herausforderung gegeben, so, dass sie denn sich durchsetzen kann damit. Ich würde mich nicht mehr ohne Sattel draufsetzen. Das ist schlechte Erfahrung. Sie hat mich im hohen Bogen abgesetzt und ich meine, so ein bisschen reiten kann ich auch, aber eine falsche Bewegung bei dem Pferd, die ist halt sehr, sehr sensibel. Mittlerweile ist Johanna eine hervorragende Reiterin auf dem Savelhof. Mit Prothese, aber am liebsten ohne Sattel. Damals, als sie zum ersten Mal nach Heidelberg kam und für die Fernsehserie gefilmt wurde, wusste keiner, wie es weitergehen sollte. Mit der Familie und mit ihr. Sieben Jahre ist das her. Doch beim Anschauen der Bilder ist alles wieder da, vom Jahr nach dem Unfall. Damals in der Heidelberger Orthopädie. Als Johanna lernte, mit einem künstlichen Bein zu klettern. Unter der sanften Obhut des Therapeuten. So. Achtung, und jetzt dein Bein auf den gelben erstmal. Gut absetzen, streck das Knie. Ganz gut helfen, ganz gut. Ich helfe dir ganz super. So. Ich helfe dir. Und Knie wieder strecken, wenn du draufstehst. Und wie sieht's aus da hinten? Alles in Ordnung? Ja. Gut, prima. Also Johanna habe ich die 2. Woche. Sie hat einen Unfall, ist in die Mähmaschine gekommen, also ein landwirtschaftlicher Unfall im Betrieb zu Hause. Und ist jetzt vorübergehend vor Ort, sie kommt aus Aachen, versorgt worden, anscheinend mit einer ersten Prothese, mit der das aber überhaupt nicht funktioniert hat. Und so fing alles an, im Jahr 2010, auf dem Savelhof in Herzogenrath bei Aachen, wo sie schon immer viel Heu gebraucht haben für die Pferde. Ein halbes Jahr vor diesen Aufnahmen war Johanna noch auf ihren beiden Beinen zu ihren Ponys gelaufen, hatte Kinderreitturniere gewonnen. Mir.
lebensfroh, lustig, frech, total, also absolut aufgeweckt. Und schon immer so, dass sie die Sachen lieber alleine machen möchte. Also sie probiert erstmal alles selbst aus und ja, sie ist mit den Tieren groß geworden. Ja, mit den Pferden, mit den Schafen, mit den Hunden, mit den Kühen. Das ist halt ihr Leben. Und jetzt Papa. Und jetzt kann man die ruhig losmachen. Wir mussten noch die Fohlen absetzen. Und der Alfred musste noch halt ein kleines Stück Pressen fahren. Und normalerweise hat er Johanna nie mitgenommen. Und an dem Tag dachte ich mir, bevor Johanna jetzt dabei ist, wenn wir die Fohlen absetzen und dann die Mütter, also die Mutterstuten sind dann immer sehr aufgeregt und nicht, dass da noch was passiert, habe ich sie dann halt an dem Tag mal mitfahren lassen. Und das Nächste, was ich gehört habe, war halt ein ganz aufgeregter Anruf, dass ich schnell zur Wiese kommen soll. Alfred, der war natürlich auch am Weinen am Telefon. Und als ich da ankam, war halt der Rettungshubschrauber schon da, Polizei, Feuerwehr, alles. Aber die haben mich ja gar nicht mehr rangelassen. Niemand konnte sich erklären, wie Johanna in diese Kette geriet. Ich hatte mal gefragt, was ist und so. Und lebt sie noch? Und dann meinte er, dass er eben ein Bein verloren hat. Und dann war für mich erstmal. Ich konnte das erste Mal in meinem Leben nachvollziehen, wenn Menschen im Fernsehen, wenn die zusammenbrechen. Aber ich bin auch zusammengebrochen auf der Straße. Stundenlang wurde Johanna operiert. Es ging um Leben und Tod. Alfred, ihr Vater, mag bis heute nicht über diesen Unfall reden. Ja, erstmal dachte sie, das wächst wieder nach. Und dann habe ich ihr erklärt, dass das eben weg ist. Und dann hatte sie so einen ganz komischen Seufzer, so einmal so ganz komisch aufgestöhnt und hat in dem Moment alles begriffen. Die ganze Zeit danach hatte Johanna sich gegen ein künstliches Bein gewehrt, bis sie in die Heidelberger Uniklinik kam, wo Thomas, ihr Lieblingstherapeut, sie die schlechten Erfahrungen mit der allerersten Prothese vergessen ließ. Dann war sie ja 4 Wochen in der Uniklinik Aachen, dann 3 Wochen Reha. Dann hat es lange gedauert, bis man überhaupt an den Stumpf ran konnte. Und sie hat Ende Februar, Anfang März die Übungsprothese bekommen. Aber es sah halt so aus, dass sie die dann gar nicht mehr anziehen wollte. Wir hatten halt jeden Tag Diskussionen. Sie zog sich im Kindergarten auch immer mehr zurück. Dass mich auch die Kindergartenleiterin schon ansprach, dass das so nicht weitergeht. Dieses Foto zeigt Johanna beim Hoffest, einen Tag vor dem Unfall, der die Familie fast zerrissen hätte, die Mutter in Verzweiflung stürzte. Wie soll man auch umgehen mit den Vorwürfen an sich und den Partner, mit den Schuldgefühlen, nicht achtsam genug gewesen zu sein? Man fragt sich natürlich, warum ist das uns passiert, warum ist das Johanna passiert, wofür ist das jetzt die Strafe? So. Aber dann merkt man, dass man da nicht weiterkommt. Also dann, da geht man kaputt dran. Wir haben dann irgendwann beschlossen, dass wir ihr alles ermöglichen, dass sie jetzt zum Beispiel bestmöglichst mit der Prothese versorgt wird. Was in Aachen nicht möglich war, konnten das die Orthopädietechniker in Heidelberg schaffen? Das werden wir noch sehen. Bei Grit jedenfalls war es gelungen. 24 war sie damals, als wir sie hier kennenlernten. Ja, okay. Genau, und dann machen wir einen Vergleich. Warte nochmal. Okay. Da kommt's. Auch ihr wurde als kleines Mädchen ein Bein amputiert und das sogar bis hoch ins Hüftgelenk. Und auch sie hatte, wie die kleine Johanna, ihre alte Prothese strikt abgelehnt. Ich bin ja nur ohne Prothese gelaufen, weil ich halt ja, tierische Schmerzen hatte, ne, mit der Prothese. Und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, dass ich keine mehr tragen werde. Aber man wird ja älter und vernünftiger und so. Und warum kann man das nicht ohne lassen? Oh. Ja, die Knochen. Das geht alles über ein Bein. Das ist echt anstrengend. Für die Schultern und Halswirbel, Knie.
An Grits Bein wurden Marker angebracht für die Infrarotkameras, die ihr Gangbild aufzeichnen. Dann können die Techniker entscheiden, ob die neue Prothese für Grit richtig ist oder welche sonst. Denn so wie bisher nur an Krücken zu laufen, geht es nicht weiter. Sie braucht ein zweites Bein. Und jetzt sind nach 19 Jahren Amputation merkt man schon, dass der Knochen, also dass der Körper irgendwann sagt, dass man ausreicht. Schalt mal einen Gang zurück. Und von da habe ich gesagt, also entweder oder. Und ich habe gesagt, wenn ich es noch mal probiere, dann nur mit Heidelberg. Ne? Kaum eine Klinik in Deutschland kann sich noch eine eigene Orthopädie-Werkstatt leisten, wie hier. Und damit die ganz enge Abstimmung zwischen Ärzten und Technikern. Mit dem Computer wird das Gangbild analysiert und dann die perfekte Prothese bestimmt. Jetzt aufgrund der neuen Prothese, hoffentlich genehmigt sie die Krankenkasse, werde ich halt meinen Alltag mit der Prothese machen. Weil sie einfach super gut sitzt, weil es einfach unheimlich Spaß macht, mit dem Ding zu laufen, die Hände frei zu haben. Das war ja für mich völlig fremd. Ich bin ja die ersten Tage nur mit den Händen im Gesicht rumgelaufen, weil ich nicht wusste, wohin soll ich denn mit meinen Händen. Ja, der war gut. Aber Inliner-Fahren an der Neckarpromenade in Heidelberg geht immer noch am besten auf einem Bein. Mit diesen Aufnahmen aus der ersten Staffel der Knochendocs war Grit in ganz Deutschland bekannt geworden. Auch bei Johannas Eltern, 300 Kilometer entfernt von Heidelberg. Die daraufhin sofort beschlossen, in die orthopädische Uniklinik zu fahren, um ihre kleine Tochter endlich zu einem zweiten Bein zu überreden. Und so kam es zu der ersten Begegnung der beiden. Es kam Johanna mit der Mutter rein und die beiden hatten mitbekommen, dass Grit im Hause ist. Guck mal, Johanna, hier wartet jemand noch auf dich. Ah, hallo! Na, du kleine Maus? Und als Johanna Grit zum ersten Mal gesehen hat, wurden die Augen extrem groß. Johanna stand da auf zwei Unterarmgehstützen, einbeinig, und schaute Grit halt an, wie das kleine Mädchen, das ihren Teenie-Star plötzlich kennenlernt. Also es war eine sehr interessante Situation und wir alle, wie wir da standen und waren, waren in dem Moment völlig überflüssig und uninteressant. Während der Autofahrt hat ja Johanna schon gesagt, ob die Frau, also sie meinte halt die Grit damit, auch hier ist. Und da habe ich gesagt, so, Quatsch, also die ist doch jetzt nicht mehr hier und so. Und dann kommen wir da bei der Werkstatt unten rein. Ja, und da sind bei mir auch schon die Tränchen geflossen. Und Johanna hat sich auch total gefreut. Ich möchte ein Foto heute von dir machen. Von mir? Mhm. Willst du ein Foto machen? Ja. Aber nur, wenn du mit auf dem Foto drauf bist? Ja. Okay, dann machen wir ein Foto zusammen. Dann haben wir uns eigentlich nur angeguckt und mir standen eigentlich schon die Tränen in den Augen, weil weil ich war halt auch so klein und das war wirklich... Hätte ich sein können, nur dass ich halt nicht so eine schönen langen Haare hatte. Ja, und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Wie läuft's denn mit deinem Beinchen? Oh. Wo ist denn die? Ja. Hast du eine Tasche? Du bist ja wie Grit. Alles dabei. Dann haben wir uns darüber unterhalten, und wie das war und wie es bei Johanna passiert ist. Und dann habe ich das ganz kurz erzählt. Und dann hat halt auch die Mama gesagt, dass sie da sind, weil sie mich gesehen haben im Fernsehen durch die Sendung. Und das fand ich schon... Also es hat mich schon echt berührt, die Kleine. Was hast du noch so alles ausprobiert, Johanna? Was ist denn mit Pferden, sag mal? Ich habe gehört, du reitest gern. Ja. Ja? Alleine. Mit Prothese oder machst du das ohne? Ohne. Noch ohne. Ohne? Mhm. Also man sieht irgendwie Parallelen, ja? So von mir zu ihr. Das ist total verrückt. Die kleine Johanna und die große Grit. Zwei Einbeiner beim ersten Freundschaftsrennen. Johanna, also dafür? Du warst schneller. Naja, ich laufe ja auch schon so lange. Ab dem Moment hat Johanna einen Ansprechpartner gefunden, dem sie tatsächlich Glauben schenkt. Und das war wieder einmal wesentlich mehr, als wir hätten jemals erreichen können. Halt die Sendung anguckt, ist auch direkt wieder alles präsent, als ob es gestern passiert wäre. Wobei man im Alltag denkt, ach, das ist jetzt schon so lange her und man denkt eigentlich nicht mehr so oft dran. Aber wenn man das dann sieht, sind die ganzen Emotionen wieder da. Ist aber doch präsent da. Ja.
Auch bei Grit hat sich vieles getan seit jener Zeit. Sie wurde von der Uniklinik Heidelberg angestellt und sie ist Mutter geworden. Und heute nochmal die Erinnerungen an damals mit den alten Bildern. Ja, war schon eine aufregende Zeit in Leiderfahren, so hier am Neckar. Ja, das war meins damals. Jetzt hat sich's halt verändert, jetzt ist halt Kind meins. Und Inliner stehen in der Ecke, aber damals war das so, ja. Damals, vor 8 Jahren, war sie noch Single. Aber ihr Lebenswunsch stand zu jener Zeit schon fest. Man muss sich halt Ziele stecken im Leben, ja. Und Kinder ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann möchte ich das schon. Das macht so den südländischen Flair hier auch. Mein großer Wunsch im Leben war ein Kind und den habe ich mir erfüllt. Ja, habe ein Kind, habe einen Freund und ich habe alles, was ich brauche im Leben. Ich habe eine tolle Familie, das ist nach wie vor, ja. Na, die Johanna! Ja. Krass, bist du groß geworden! Wahnsinn, ne? Du bist ja so groß. Lass dich auch mal drücken. Hallo. Und dann kommt es heute noch mal zu einer Begegnung wie damals. Die große Grit und die kleine, große Johanna. Ja. Bist du mal wieder hier in Heidelberg? Ja. Voll cool. Ich will eine ganz neue Prothese. Boah, Johanna, bist du groß geworden. Das ist ja brutal. Natürlich sieht auch Grit, wie schlecht Johanna mit der alten Prothese läuft. Sie knickt halt sehr stark ein. Das ist halt das Problem. Wo knickst du ein? Rechts? Ja, genau, rechts. Musst du nach oben. Und deswegen ist sie immer ganz auf dem Rücken verspannt. Ah ja. Weil dein Schultergürtel auch so, ne? Ja, so. Johanna ist heute in Heidelberg, weil sie endlich groß genug ist für so eine Superprothese, wie Grit sie schon seit Jahren hat. Ein Mikroprozessor geregeltes Bein. Hochtechnologie made in Germany. Kaum merklich, das Hinken. Ein ganz anderes Gangbild als bei Johanna. In mir bist du gerade. In mir bin ich gerade. Genau. Aber auch nur, wenn die Prothese nicht sitzt, falle ich genauso rüber wie Johanna. Ja, die sitzt nicht mehr. Wenn die nicht sitzt, dann. Die ist aus dem ich bin ja hier oben drin. Die ist aus dem Schaft rausgewachsen. Ja, dann kannst du auch nur ab. So ein Stück guckt wieder raus. Ja. Und dann muss Grit natürlich unbedingt noch ihren kleinen Sohn präsentieren. Wenigstens im Handy. Denn ins Fernsehen soll er nicht, sagt sie. Bei der Tagesmutter, ja. Da ist er. Süßer. Ja, voll schön. So mein ganzer Stolz. Ja. Schön. Hätte man nicht gedacht. Da mit seinem Kumpel. Mein Kind ist perfekt, so wie er ist. Ist lieb. Also das mit der Behinderung hat er, glaube ich, schon. Oder mit der Einschränkung hat er ziemlich schnell mitgekriegt. So. Also er weiß schon, wenn Mama die Prothese nicht dran hat, dann kann ich ihn nicht tragen. Oder wenn man zum. Wenn ich den Rollstuhl mal brauche, als er noch kleiner war, weil ich halt mit Stützen ihn ja nicht tragen kann, habe ich mir dann halt auch einen Rollstuhl geholt. So. Aber der kriegt das schon alles echt gut mit und ist ein ganz lieber. Natürlich ist er auch mal frech. Aber er quatscht unheimlich viel, wie die Mama halt. Schön, danke, dass du dich wieder gesehen hast. Ja, hat mich gefreut. Dann schreiben wir, ja? Mich auch. Ja. Lass es euch gut gehen, gell? Tschüss. So. Tschüss. Eine Stunde später in der Klinik. Laufprobe mit dem neuen Bein. Johanna wird ihre Betreuer ein Leben lang brauchen. Denn eine neue Prothese zieht man nicht an wie ein paar neue Schuhe. Wie man ja heutzutage weiß, kann man ganz viel prothetisch anders machen. Man kann elektronische Kniegelenke einbauen. Wir haben Leute, die inzwischen bei den Paralympics schneller laufen als Leute mit zwei Beinen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ob die jeweils auch im Alltag genutzt werden können von den Amputierten oder in dem Fall von der Johanna, das muss auch die Johanna für sich entscheiden. Nach einer Stunde ist sie erschöpft. Ich kann nicht mehr. Okay. Gut. Was tut denn jetzt weh, der Stumpf oder? Tut gar nichts, ich kann einfach nicht mehr. Ja, Mama, geh du mal ins Fitnessstudio. Hast bisher nur 10 gemacht, jetzt machst du mal 100. Schaffst es auch nicht direkt. Also. Johanna ist eine junge Dame, auf dem besten Weg durch die Pubertät, mit allem, was dazugehört. Die Perspektive ist, dass sie eine Prothese erhält, die letzten Endes eine gewisse, ja, wenn man so will, Intelligenz besitzt und erkennt, wann es für Johanna schwierig und kompliziert wird und da einfach sanft eingreift und mehr Sicherheit reinbringt,
sodass er letzten Endes den Sturz verhindern kann. Das ist die Idee, aber sie muss es halt lernen und sie muss es im wahrsten Sinne des Wortes tragen und ertragen und muss diese Veränderung auch mitmachen. Glücklich? Mhm. Kriege ich ein Ja? Ja. Gut. Gut. Für Johanna ist Reiten das Allerwichtigste im Leben. Und dabei wollen ihr alle helfen, auch die große Schwester. Wie damals schon, beim allerersten Mal mit Prothese. So, ich heb dich ein Stück und dann gehst du in den Steigbügel. Machst du? Ja. Und zieh dich hoch. Aber ich komm nicht da. Ja, beweg dein Bein, komm. Wir müssen die Bügel jetzt noch anpassen. Ja. Ich halte ihn mal fest. So ist das Leben doch am allerschönsten. Seither hat Johanna Dutzende von Pokalen, Siegerschleifen, Medaillen und andere Trophäen gewonnen. Springen, Dressur und das in Konkurrenz mit Zweibeinern. Ja, bin ich mit der Ronja noch ein Turnier geritten. Aber ist jetzt schon was länger her. Was war das für Turnier? Springen, Dressur? Dressur. Alle, das ist alles Dressur. Alle. Johannas Leben ist bestimmt von ihren Pferden, von der Reiterei. Will sie sich damit etwas beweisen? Also nein, für mich ist das eigentlich gar kein Beweis oder so. Mir macht das halt Spaß, die Turnierreiterei. Und da beweise ich mir auch nichts bei, wenn ich besser als eine noch mit zwei Beinen bin. Was ist dein Traum, wenn ich die ganzen Medaillen da angucke? Ja, weiterzukommen machen jetzt auch so. Wie weit? Ja, irgendwann schon mit den Paralympics. Also das wäre mein Ziel. Und dafür fährt Johanna mit ihrer Familie und ihrem Reitpony Wallach jede Woche eine Stunde über die Autobahn. Nach Frechen bei Köln, um diesem großen Ziel näher zu kommen. Zum Training des paralympischen Nachwuchses. Sie wird betreut vom Bundestrainer der Paralympics-Reiter, Rolf Grebe. Gut, genau. So. Du musst jetzt beim Leichtraben, brauchst du die ganze Kraft aus dem linken Bein. Ne? Mit dem rechten kannst du nicht, aus der Prothese kannst du nicht aufstehen. Gell? Ja. Seine Aufgabe, Johanna beibringen, ihr Defizit zu kompensieren. Mit besonderen Techniken, die ein Zweibeiner auf dem Pferd nicht braucht. Abfang, Abfang, da. Mit dem Oberkörper, nicht in der Parade. Du bleibst jetzt eigentlich immer, sitzt immer schön gerade. Und dann schau mal her, dann machst du mit dem Oberkörper in der Parade immer diesen. Bleib mal gerade sitzen. Mach's nur, atme aus, zieh den Bauchnabel ein bisschen ein und dreh die Fäuste leicht ein, ja? So, und das muss noch sauberer werden, ne? Das muss viel weicher werden. Jetzt noch mal. Gut, da. Das Talent ist da, die Pferde sind da und das Umfeld zu Hause stimmt auch. Sie hat die vollste Unterstützung von ihren Eltern. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass eben auch das Umfeld stimmt. Und das macht sie gut und sie hat auch wirklich Talent. Sie setzt schnell um, sie versteht gut, was man von ihr will. Und das macht sie ganz hervorragend. Gehst nicht eher seitwärts, bis sie ganz gerade aus. An beiden Zügen gleichmäßig. Bleib gerade. Außen, ja, geradeaus. Auf mich zu. So. Ja, und jetzt rüber. Gut, rechte Hand für seitwärts, seitwärts, seitwärts. Gut. Menschen mit Handicap, sagt Rolf Grebe, seien noch lange keine Helden für ihn. Zu Helden werden sie dann, wenn sie Besonderes leisten mit ihren Pferden. Ja, dann sind sie auch für mich schon mal Helden. Wenn was besonders gut klappt, dann sind es auch meine Helden. Aber ansonsten sind es wirklich Menschen wie du und ich. Also so sehe ich das. Und so möchten sie auch eigentlich behandelt werden. Auf ein oder zwei Beine. Richtig. Ein Café in Heidelberg. Das zweite Wohnzimmer sozusagen von Felix und seiner Freundin Chrissy, die wir auch kennengelernt haben in der Serie Die Knochendogs vor 8 Jahren. Mittlerweile hat Felix einen neuen Lieblingssport entdeckt. Basketball in der Bundesliga. Heute Wiesbaden gegen Trier. Und alle sitzen sie im Rollstuhl. Ein unglaublich fordernder Sport.
denn die Spieler brauchen ihre Hände zum Antrieb des Rollstuhls und zum Dribbeln mit dem Ball. Sie müssen am Gegner vorbeikommen, Haken schlagen und dann noch, meist in voller Fahrt, in den Korb treffen. Es ist super schnell und es ist wirklich Action. Also vom Unterhaltungsfaktor ganz weit vorne. Wahnsinn. Die Ausdauer, wie die ineinander reinballern die ganze Zeit. Immer wieder stürzen, immer wieder aufstehen. Also richtig cool. Rollstuhlbasketball, das ist ein ganz anderer Sport als der reguläre der Zweibeiner. Hochdramatisch, mit vollem Einsatz, blitzschnell und begeisternd. Und kaum einer kennt diesen Sport. Auch Felix hatte davon noch nie gehört. Vor 7 Jahren, als er mit seinem Mountainbike mal wieder den Berg runterbretterte. Im Wald. Danach war alles anders. 28 war er damals, hier in der Heidelberger Orthopädie, Abteilung Querschnitt. Ja, ich meine, als ich hergekommen bin, habe ich ja noch gar nichts gesehen, außer der Decke. Man denkt halt erstmal, verdammt, ja, jetzt liegt wirklich ich hier. Und man merkt natürlich auch, dass man sich fast nicht bewegen kann, dass man völlig unselbstständig ist, die ersten Wochen. Und das ist natürlich ein furchtbares Gefühl. Ja. 2 Monate waren vergangen seit dem Unheilstag im Wald. Und er musste erst mal lernen, mit dem Rollstuhl zurechtzukommen. Ich hatte Mitte Juli einen Unfall mit dem Mountainbike. Dabei bin ich einfach wirklich unglücklich gestürzt. Bin über den Lenker und dann eigentlich mehr oder weniger wie beim Badeunfall mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Das letzte Bild, das ich noch im Kopf habe, ist, dass ich, als ob ich einen Köpfer machen würde, einfach vor einem Überfall, war dann vielleicht 10 Sekunden bewusstlos und bin dann eben wieder zu mir gekommen. Und wusste, dass alles anders ist. Ich war völlig klar, habe mit allen gesprochen, habe versucht, ruhig zu bleiben. Aber in meinem Kopf lief dann schon diese Geschichte, was jetzt sein wird und was sich alles ändern wird und welche Auswirkungen so eine Querschnittslähmung haben wird. Christel Wittmann war Bundestrainerin für Rollstuhlsportler. Aus dem Stand ankippen. Ja, noch weiter, noch weiter. Und schnell vorschieben. Schnell vorschieben. Hände stehen, Ellbogen raus, nicht Ellbogen ranklemmen. Ja? Du wirst die Kraft auf die Räder. Jetzt fährst du 1 Zentimeter zurück und beißt dir in die Knie. Sie weiß genau, wie es in Felix aussieht. Man verliert von heute auf morgen sein eigenes Ich und soll dann in 2,5 Monaten ein neues Ich geschaffen haben. Ja, und das Alte praktisch vergessen, das kann man nicht. Das ist eine Überforderung. In jedem Sterbefall weiß jeder, dass es heißt, mindestens 1 Jahr braucht der Mensch, um sowas überwunden zu haben. Als Felix damals 2010 dann aus der Klinik kam, hatte er sein Auto umrüsten lassen und war mit seiner Freundin Chrissy zusammengezogen, die zum Zeitpunkt seines Unfalls gerade in England war, zum Studieren. Zum ersten Mal seit damals schauen sie heute wieder in die schmerzhafte Vergangenheit. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also ich dachte, du wirst das nicht nur dein Leben ruiniert, sondern ihr ist gleich mit. Und ich, soweit ich mich erinnern kann, habe ich mich sogar entschuldigt, dass ich jetzt. Das ist unsere Kunst. Dass ich es verbockt habe. Überlegt hat er sogar, ob er sie freigeben soll. Hatte sie auch gefragt. Hatte schon so angedeutet, na was ist denn, wenn ich wirklich gar nicht mehr laufen kann? So, bleibst du dann bei mir, hat er gefragt. Da war schon irgendwie klar, ja, das ist schon was Ernsteres. Aber dass es jetzt eine Querschnittlähmung ist, das Wort hat die ersten Tage genommen. Und Felix hört auch noch mal Chrissys Antwort. Nach 7 Jahren. Also das war keine Frage für mich. Also ich sage ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht mehr, wie ich das gesagt habe, aber ich glaube, ich habe da nicht gezögert. Aber trotzdem war es natürlich schlimm, also so eine Frage gestellt zu kriegen. Seit der Schulzeit sind sie zusammen.
obwohl sie sich anfangs gar nicht leiden konnten. Er war immer der Coole mit dem Porsche und dem Mofa und der immer ganz laut war und der Clown. Und ich war mehr so das Mädchen, die mit ihren Freundinnen irgendwie kichernd durch die Gegend gezogen ist. Ich glaube, wir fanden uns gegenseitig nicht so toll. Aber im Mathe-Kurs irgendwie hat sich das dann schlagartig geändert. Ja, und dann auf der Abifahrt war es dann soweit. Da haben sie uns zwar alle dann 2 Wochen Zeit gegeben, haben gemeint, na, das wird sich schnell wieder erledigen. Aber irgendwie 9,5 Jahre später hat sich es immer noch nicht erledigt. Das Tollste ist einfach, dass sie zu mir steht. Und zwar, dass sie so zu mir steht, egal was passiert. Und ich glaube, das ist selten. Vielleicht war es ja Selbstschutz, dass sie in all den Jahren dieses hochemotionale Kapitel ihres Lebens nie wieder angeschaut hatten. Und es fällt auch heute nicht leicht, darüber zu reden. Ganz schön schwierig, weil man jetzt gerade so total in Gedanken hängt, wenn man sowas anguckt, die auch rauszubringen, die Gedanken. Also, ja, nee, gezögert habe ich nicht. Gott sei Dank nicht. Und wir haben mittlerweile einfach ein ganz normales Leben. Deswegen ist es so komisch, das anzugucken, wie ungewöhnlich das eben alles war. 5, 4, 3, 2, 1. Damals startete an den Neckarwiesen in Heidelberg gerade mal wieder der internationale Rollstuhlmarathon. Wie alle 2 Jahre, bei dem der Weltrekord gebrochen werden sollte. 42 Kilometer in weniger als einer Stunde. Und hier war auch einer dabei, der für Felix' späteres Leben eine wichtige Rolle spielen sollte. Und der selbst in der Heidelberger Orthopädie in einen Rollstuhl kam. 34 Jahre ist es schon her. Jürgen Geider. Mit 17 hatte er seinen Unfall. Ich habe am Anfang immer wieder geträumt, dass ich noch laufen kann. Und bin dann aufgewacht und war dann immer, ach Gott, klappt das noch? Oder man ist erstmal unsicher. Ich habe dann geguckt, kann ich die Beine bewegen? Nee, bin doch gelähmt. Irgendwann bin ich auch in meinen Träumen im Rollstuhl gewesen. Aber das ist was, das ist diese innerliche Verarbeitung. Und das dauert natürlich ein bisschen länger. Felix und seine Freundin waren damals zufällig auch an den Neckarwiesen, hatten das spektakuläre Rennen von Weitem mitbekommen. Das Lustige war gerade, dass es dieser eine Rollstuhlmarathon war, bei dem wir noch, genau, und haben uns noch gefragt, was die Leute da Komisches machen. Welcher Sport ist denn so gefährlich, dass da so viele Rollstuhlfahrer gibt? Jürgen Geider, der Marathonfahrer, entwickelt beruflich Rollstühle aller Art, auch Rennbikes. Eines brachte er damals nach Heidelberg zu Felix. Okay. Langsam ein- und aussteigen kann der Felix, Felix und der Jürgen Geider. Hallo. Guten Tag, ich bin der Jürgen. Freut mich. Können wir du miteinander machen? Gerne, sehr gerne. Ja? Er ist unheimlich stark. Das ist allein schon körperlich, ist er echt eine Erscheinung. Ja. Und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob er im Rollstuhl sitzt oder nicht, sondern er kommt einfach stark rüber. Ja. Mal probieren. Vielleicht gehst du lieber, sag mal, gar nicht in der Seite. Also ich mache es immer so, dass ich es wie so ein bisschen anschiebe, anschuck. Dieses Rennbike sollte Felix wieder Lebensmut geben. Und das ist halt so eine Begegnung mit jemandem, der sein Leben einfach schon lange im Griff hat, ist elementar wichtig, weil man hat ja gar keine Vorstellung, was auf einen zukommt und wie die Welt so aussieht. Hier ist ja alles geebnet, sagen wir mal. In der Klinik wird einem auch jeder Schritt abgenommen, der einfach uneben ist. Aber man weiß eigentlich so gar nicht richtig, was dann alles auf einen einstürzt. Das macht auch Angst. Der Einstieg, ein Abenteuer. Den Oberkörper nach vorne verlagert, kommt automatisch der Po hoch. Aber auch ein Erfolgserlebnis. Und, jetzt, Achtung, dein linkes Bein. Und zum ersten Mal nach dem Unfall kam wieder ein Lachen in Felix' Gesicht. Gerade mit dem Handbike, das war echt so die Karotte vor der Nase, das ist echt gut. Das hat mich auch recht aufgebaut wieder. Und das war das, was mir gefehlt hat, so dieses bisschen Technik und aber auch gleichzeitig Sportgerät. Und das habe ich jetzt einfach wieder gefunden. Ich wusste ja, dass es Handbikes gibt, aber dass die Teile so cool sind und auch so gut zu fahren und alles, das war mir nicht ganz klar. Es war der erste schöne Tag für Felix seit Monaten. Da muss ich sagen, dann habe ich heute habe ich einen tollen Job heute gemacht. Weil das ist nämlich wichtig. Das Leben, es geht weiter und da gehört auch Lachen dazu. Und man hat auch gemerkt, dem hat es ja richtig Spaß gemacht. Und er sagt, Mensch, schade, dass man hier so wenig fahren kann.
Seitdem ist aber einfach unglaublich viel auch passiert. Damals, ich bin mir nicht sicher, ob 6 oder 8 Wochen nach dem Unfall war, als der größte Teil davon gedreht wurde. Aber ich wusste ja gar nicht, was los ist damals. Also ich hatte ja keine Ahnung, wie das weitergeht, welche Perspektive. Damals wusste er auch noch nicht, dass diese Rennbike-Firma Sopur einmal viel wichtiger für ihn werden würde, als nur als Ausstatter für sein Freizeitgerät. Von Jürgen, seinem älteren Mentor, jedenfalls hat er gelernt, dass Sport ihn in seiner Situation retten kann. Draußen sein, dabei sein. Jürgen Geider ist heute, 7 Jahre später, noch immer in der gleichen Firma, die Rollstühle baut. Sport war für ihn der Schlüssel für sein neues Leben als Querschnittgelähmter, sagt er. Und deshalb war er auch Gründungsmitglied der Firma Sopur bei Heidelberg, vor 40 Jahren. Mit ihm dabei sein Freund Erol, 6-mal Gold bei den Paralympics. Erol, Arbeitskollege, Sportkollege, wir waren damals 17 Jahre, haben Sport gemacht in der orthopädischen Klinik in Heidelberg, haben wir immer trainiert, unten in der Sporthalle, unsere Muskulaturen aufgebaut und wir haben aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass wir nicht nur unseren Körper trainieren müssen, sondern dass wir auch gucken müssen, dass wir unsere Rollstühle mitwachsen lassen. Und so begann der sportliche wie auch der geschäftliche Aufstieg der Freunde im Rollstuhl. Ein Unternehmermärchen aus einer Scheune auf dem Lande. So hat das Ganze im Prinzip begonnen mit Sport, weil wir einfach sportbegeistert, sportverrückt waren. Dass wir immer gesagt haben, wir müssen schauen, wir wollen auch das machen, also müssen wir auch immer gucken, dass wir die Produkte mitwachsen lassen. Da sind wir buchstäblich explodiert, mussten eine neue Halle bauen und Leute einstellen. Und so hat sich das eben entwickelt bis zum heutigen Tag, wo hier in dem Standort Malsch 250, zwischen 250 und 260 Mitarbeiter aktuell arbeiten. Und heute auch Felix. Er und Jürgen sind jetzt Kollegen in der gleichen Firma. Wir hatten immer Kontakt und dann ist er halt auch irgendwann mal gekommen und hat gefragt, Menschenskinder, es wird ihm auch unheimlich Spaß machen, hier zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du das möchtest, dann lass uns mal deine Unterlagen zukommen. Und seit dem Tag ist er auch hier. Und zwar als Produktmanager. Also es ist gute 3 Jahre her jetzt. Und ich habe den Wechsel bis heute nie bereut, ja? Obwohl es natürlich eine ganz andere Welt ist. Also von einem IT-Konzern mit 60.000 Leuten, mit riesigen Gebäuden, mit unglaublich vielen Mitarbeitern, keiner kennt den anderen, in so ein Unternehmen mit 300 Leuten, war schon ein Umstieg dann, aber ich habe es keinen Tag bereut. Und das ist Felix ganzer Stolz. An diesem superleichten Rollstuhl hat er 2 Jahre getüftelt und experimentiert. Mit all seinen begabten Kollegen aus Technik, Fertigung, Produktionsleitung. Und was für uns natürlich jetzt ganz neu ist, dass wir Kohlefaser einsetzen für den Rahmen. Und das war für das ganze Unternehmen ein komplett neuer Werkstoff. Ja. Also wir hatten bisher Aluminium, wir können Aluminium verarbeiten in jeder Form. Wir können es biegen, schweißen. Aber Carbon kannst du weder biegen noch schweißen, sondern wir mussten wirklich komplett von Anfang an nochmal entwickeln. Alle Fertigungsprozesse auch hier komplett neu aufsetzen. Die Fügetechniken, die Sägetechniken, also alles wirklich vom weißen Blatt Papier an nochmal aufbauen. Es muss sich gelohnt haben. Felix Carbonstuhl hat eingeschlagen in der Szene. Hast du schon erste Rückmeldungen vom Markt? Ja, jede Menge. Ja? Alles super. Also du siehst ja am Auftragseingang auch. Absolut, ja. Gott sei Dank. Etwas Sinnhaftes machen, Dinge voranbringen, nicht nur funktionieren in einem anonymen Konzern. Felix ist glücklich hier. Ich glaube, der Job, das war eigentlich in den letzten Jahren eher so das, was viel verändert hat. Ich glaube, wenn du eine Aufgabe hast, die dich wirklich erfüllt und die dir auch Spaß macht und in der du auch was kannst, dann ist das immer was dich natürlich glücklicher macht, als wenn du einfach einen relaxten Job hast, aber eigentlich da keine großartige Aufgabe drin siehst. Ja, ist viel ausgeglichener. Er erzählt zum ersten Mal irgendwie wieder was er Spannendes gemacht hat. Wenn auch nicht jeden Abend, aber ab und zu mal. Und ja, das hat total viel geändert. Also
Also ein neues Feuer irgendwie. Ja, ja. Zurück bei den Basketballhelden im Rollstuhl. Einen der besten Spieler der Bundesliga hat Felix zum Athletenteam seiner Firma geholt. Dirk Passivan aus Trier ist jetzt Botschafter für diesen Sport und für die Firma Sunrise Medical. Seit fast 30 Jahren spielt er schon, mittlerweile als Spielertrainer seiner Dolphins aus Trier. Der Rollstuhl muss schon passen für dieses rasante Spiel, sagt er. Und? Dieses Hauptaugenmerk ist halt, die Leute nach dem Unfall wieder ins Leben zu holen. Und das ist ja mal so dieser Hauptgedanke, der unser Sport halt hat. Und die Leute, die unser Spiel gucken kommen, um die halt zu motivieren, irgendwo Sport zu machen. Gerade in der heutigen Zeit und mit der heutigen Jugend, die ja mehr lieber Playstation spielen, als sich selbst zu bewegen, glaube ich, ist das gerade auch im Behindertensportbereich halt sehr, sehr wichtig. Felix hat jetzt auch angefangen mit dem Rollstuhlbasketball. Wer weiß, wie weit er da noch kommen wird. In seinen Träumen aber, sagt er, gehe es ihm immer noch wie der Hauptfigur des Films Avatar. Ein junger Soldat, der durch eine Kriegsverletzung in den Rollstuhl kommt. Das Kinoerlebnis damals war für ihn wie ein Schock. Ich sitze im Kino und auf einmal ist der Hauptdarsteller im Rollstuhl. Also sehr, sehr komisch. Ne? Absurderweise der erste Kinofilm, in dem wir ausgerechnet noch aus der Klinik raus ins Kino und dann war es ausgerechnet Avatar. Ein Film, der irgendwie auch von ihm erzählt. Und von der Sehnsucht danach, wieder Beine zu haben, mit denen man rennen kann. Die Erde spüren. Das kriegst du aus deinen Träumen nie weg. Also Laufen ist im Unterbewusstsein und manchmal, du träumst einfach davon und manchmal wachst du auf und korrigierst es, aber du kriegst es nicht weg. Also ich träume das schon regelmäßig und danach ist der Tag dann gelaufen. Und so hat sich auch Felix seinen Avatar zugelegt, einen zum Rennauto umgebauten Alfa Romeo. Autofahren war schon immer mein Hobby, wahrscheinlich sogar schon. Und wahrscheinlich der dritte Gedanke, als ich da im Krankenhaus lag, war, oh, kann ich Auto fahren? Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, Autofahren funktioniert, aber mit Automatik. Und ich dachte, scheiße, Automatik, kein Schaltgetriebe mehr. Also ja, Autofahren ist unheimlich wichtig für mich. Technik, Tempo. Sein Avatar lässt ihn jede Einschränkung vergessen. Ja, der Alpha. Über die Jahre hat er sich so ein bisschen Richtung Rennwagen entwickelt, so dass er auf jeden Fall rundstreckentauglich ist. Und das versuche ich auch wirklich zumindest 2, 3, 4 Mal im Jahr irgendwie hinzubekommen. Ob es die Nordschleife sei oder ob es Spa ist in Belgien oder der Hockenheimring bei uns ganz in der Nähe. Da habe ich schon auch wieder ein bisschen was zurückbekommen von dem, was durchs Mountainbiken dann einfach weggefallen ist. Und übrigens mit Schaltgetriebe. Also Nach ein paar Jahren habe ich herausgefunden, dass man auch ohne Fußfunktion einen Schaltgetriebe fahren kann. Das waren die Geschichten von Felix, von der großen Grit und der kleinen Johanna. Von Leiden und Lieben. Und von den Menschen, die ihnen geholfen haben. In Heidelberg und anderswo.